Hallihallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Video. Mein Name ist Lea Tritschler, ich bin die amtierende Kaiserstuhl-Thuniberg-Weinprinzessin und ich darf euch heute ganz recht herzlich hier vom wunderschönen Thuniberg begrüßen. Wie ihr im Titel vom Video wahrscheinlich schon gelesen habt, werde ich euch heute die beiden Jubiläumsweine vorstellen. Das Ganze mache ich aber natürlich nicht allein. Wenn es ums Freiburger Stadtjubiläum geht, darf eine ganz wichtige Person natürlich auf gar keinen Fall fehlen. Mit dabei im Video heute der Oberbürgermeister der Stadt Freiburg, Martin Horn. Ja, sonnige Grüße vom Thuniberg. Hallo. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ich glaube, die beste Location in angenehmer Begleitung bei perfektem Wetter. Und ich glaube, das so leitet einfach rein. Ja. Alles klar. Also wir fangen direkt an hier mit dem Weißwein, der erste Jubiläumswein, den die Thuniberger für das Freiburger Stadtjubiläum gezaubert haben, ist ein 2018er Chardonnay Qualitätswein Trocke. Als ich den Wein im März das erste Mal probiert habe, war mir klar, der passt zu Freiburg wie kein anderer. Freiburg ist für mich eine innovative, junge und vor allem weltoffene Stadt, die trotzdem ihren ganz eigenen heimeligen Charme versprüht. Und auch der Chardonnay ist in der ganzen Welt zu Hause und trotzdem ist es gelungen, die Freiburger Sonne hier ins Glas zu bringen. Ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Also, was ich jetzt direkt erstmal zur Farbe sagen kann, wir sehen es jetzt im Glas, da schimmert uns ein wunderschönes, helles Sonnegelb entgegen. Also die Freiburger Sonne strahlt uns hier im Glas entgegen. Vom Geruch? Was würdest du sagen? Also, ich finde erstmal, die Einleitung war quasi ein einziger Werbeblock für unsere wunderschöne Stadt. Und wir feiern in diesem Jahr 1120 Marktrechte, das heißt 900 Jahre Stadt Freiburg. Und ich finde, Freiburg verbindet man auch mit Natur, mit Sonnenschein, ja, mit einer gewissen Lebensfreude und Leichtigkeit. Mhm. Und in der Tat, finde ich, riecht man das raus. Ich finde, das ist ein Wein, der riecht einfach nach Sommer und nach einer gewissen Leichtigkeit. Ja, auf jeden Fall. Also kann ich nur so unterschreiben. Ich finde, es ist ein richtig zupackender Wein. Der Wein macht richtig Spaß. Wir haben die tolle heimische Arome direkt in der Nase. Gelbe Früchte, frische Apfel, abgerundet von feinem Mandel- und Röstarome durch den Ausbau im Holzfass. Gut, am auf Geschmack. Freiburg. Genau, auf Freiburg. Auf Freiburg Wohl. 900 Jahre. Happy Birthday, Freiburg. Am Geschmack, ich glaube, wir können es kurz halten. Süffig, saftig, elegant. Mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Für welchen Anlass würdest du den Wein empfehlen? Also von meiner Seite ist es eher ein Sommerwein, jetzt auch gerade perfekt, gerade für den Abend. Und an der Stelle glaube ich auch, Corona-bedingt ist vieles nicht so gelaufen, wie wir es hätten wünschen und vorstellen wollen. Und deswegen ist es, glaube ich, ein toller, auch so ein Abend einfach für einen Abend mit Freunden, vielleicht an der Dreisam sitzen, hier am Thuniberg sitzen, auch mal draußen sitzen oder auch zu Hause mal abschalten. Ich würde sagen, es ist ein schöner Sommerabendwein. Ja, auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall auch ein Wein, falls ihr bei der nächsten WG-Party... Jetzt kommt gerade ein Bulldog. Das passt doch hervorragend. Wir sind halt hier mit in der Natur, ne? Ich würde sagen, das ist authentisch Thuniberg. Ja, auf jeden Fall. Und also hier ist immer was los. Ja, ich meine, wir genießen hier die Weine und hier werden sie eben auch produziert und angebaut. Ja, auf jeden Fall. Was ich sagen wollte, ich setze einfach nochmal neu an. Der ideale Wein, falls ihr bei der nächsten WG-Party oder beim nächsten Grillfest in der Nachbarschaft mal wieder so richtig beeindrucken wollt. Jetzt sind ja ganz, ganz viele Veranstaltungen rund um das Stadtjubiläum ausgefallen. Hast du irgendwelche Tipps für die Freiburgerinnen und Freiburger und für unsere Gäste, wie sie das Stadtjubiläum trotzdem genießen können? Ja, 900 Jahre Stadt Freiburg. Wir hatten 1000 Veranstaltungen geplant, 250 verschiedene Projekte und es ist so traurig, dass jetzt so viele davon an der Stelle ausgefallen sind. Aber gleichzeitig wird der Gemeinderat darüber abstimmen, ob wir quasi was dranhängen. Nochmal ein halbes Jahr, das, was jetzt ausgefallen ist, quasi, dass wir 900 Jahre kann jeder feiern. Wir feiern 901, also quasi, dass wir nochmal das halbe Jahr vom 21er dranhängen. Und ich glaube, wenn die Corona-Krise irgendwas Positives gebracht hat, dann doch das, dass wir die eigene Region, die eigene hier das Zuhause nochmal neu kennen und neu schätzen gelernt haben. Und die Region von Freiburg ist so schön, so grün, es gibt so viele tolle Ausflugsziele. Daher der ganz klare Tipp, rauszugehen, zu wandern, zu radeln, Sport zu machen, aber eben auch die Weinregion Freiburg zu genießen und ab und zu mal gut anzustoßen. Ja, auf jeden Fall. Zum Wohl. Gut, ich würde sagen, wir haben noch einen zweiten Wein, den probieren wir jetzt einfach auch direkt mal. Passt auch ganz gut zu Freiburg, Vielfalt. Und dementsprechend schwenken wir jetzt auch direkt von Weiß auf Rot. Weil es natürlich gibt es in Freiburg dieses Kreative, dieses Junge, das Innovative. Aber die Stadt hat natürlich auch eine lange Tradition und der Weinbau hat auch eine lange Tradition. Und unter anderem natürlich auch gute rote Weine. Auf jeden Fall.
Also, ich sag vielleicht einfach ganz kurz was zu Wein, was wir jetzt im Glas haben, was uns hier direkt wunderschön rubinrot entgegenschimmert, ist auch ein Spätburgunder, auch aus dem Jahr 2018, trocken ausgebaut. Hast gerade schon gesagt, Wacher Klassiker hier vom Thuniberg. Mhm. Spätburgunder gehört hierher wie das Münster nach Freiburg. Deiner Side-Fact, der Thuniberg ist sogar der einzige Weinbaubereich in ganz Baden, in welchem mehr Rot- als Weißwein ausgebaut wird. Also ist wirklich was absolut Besonderes. Ich würde vielleicht einfach mal fragen, was riechst du denn jetzt aus dem Wein raus? Irgendwas Prägnantes? Ja, ich finde, es ist auf jeden Fall ein klassischer Spätburgunder an der Stelle. Und er hat diesen kirchlichen Geruch. Es erinnert so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man den Vergleich bringen kann, so ein bisschen an Amarena-Eis, Amarena-Kirch-Eis in Eisdiele. Das ist so eine subjektive irgendwie Verbindung von meiner Seite. Sonst bin ich vielleicht nicht der allergrößte Geruchsexperte, aber ich würde sagen Kirch und Spätburgunder. Ja, doch, also das kommt dem schon ganz, ganz nahe. Spätburgunder, typisch Kirche. Also Kirche durch und durch. Durch und durch? Ja, Kirsche durch und durch in dem Wein. Auch wenn man jetzt mal einen Schluck genommen hat, ich weiß nicht, ob dir es da auch so geht. Ich finde, da tanzt direkt die Kirsche auf der Zunge. Nach und nach findet dann auch feine Pflaume, so reife Himbeere ein bisschen ihren Weg auf die Tanzfläche. Also es ist wirklich so ein richtiger Spaßwein, der macht total Spaß und sorgt, finde ich, einfach für richtig gute Laune. Und das soll unser Stadttyp eben auch tun, an der Stelle auch Leute zum Tanzen zu bringen. Aber natürlich soll, so wie guter Wein Menschen verbindet, letztlich unser Jubiläumsjahr auch Menschen verbinden. Das war jetzt eingeschränkt in Corona-Zeiten und ich freue mich, dass wir immer mehr Richtung Normalität kommen. Und ich glaube, der Wein ist ausgezeichnet als rotes Exemplar, als Jubiläumswein für 900 Jahre Stadt Freiburg. Also ich würde sagen, zum Wohl auf den Thuniberg, auf Freiburger Stadtjubiläum. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Weine probiere und genieße. Bestellt sie euch auf jeden Fall beide Weine, aber auch ganz viele andere Weine vom Thuniberg. Könnt ihr direkt in den ganz vielen Weinhäusern, Weinhöfe hier am Thuniberg bestellen oder natürlich auch online und direkt zu euch nach Hause liefern lassen. Beste regionale Produkte genießen, das passt gut zu unserem Stadtjubiläum, 900 Jahre an der Stelle nochmal. Und ich habe es gesagt, Corona-bedingt wollen wir was nachholen, also feiern quasi 900 Jahre kann jeder, wir 901. Und deine Amtszeit wird ja auch verlängert, quasi auch Corona-bedingt an der Stelle. Und ich glaube, das ist genau auch die Attitude, die wir brauchen, die Einstellung, dass wir sagen, wir setzen nochmal eins drauf und lassen uns nicht unterkriegen. Ja. Und das feiern wir und stoßen wir auch mit guten Wein an. Zum Wohl! Zum Wohl!